Und damit zurück zum nächsten Pokémon Karmesin Part. Und zwar stehen wir jetzt hier vor der Elektro-Arena, die wir eigentlich im letzten Part machen wollten, wir dann aber von Nymila abgehalten worden. Und ich habe danach nochmal so ein bisschen gegrindet, sage ich mal, um natürlich dieses Morpax zu kriegen. Und das wollte ich natürlich dann nicht unbedingt in der Aufnahme machen. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige es euch mal. Mir ist es nämlich geglückt, ich habe Morpax gefangen. Und unter anderem haben sie auch noch Ersa und Meinhold entwickelt. Was ganz cool ist, und jetzt ist halt mein gesamtes Team so auf Level 24 und unser Start auf Level 26. So habe ich das auch eigentlich gerne. Start haben wir 2 Level Vorsprung und der Rest ist so um die 2 Level dahinter. Das geht eigentlich. So, neue Attacken hat keiner von denen erlernt. Leider. Das nächste, was glaube ich am ehesten was erlernen sollte, wäre Raider. Da habe ich mittlerweile sogar noch mal ein anderes gefangen. Ich hatte ein paar mehrere auf der Liste, aber die haben ja von den Werten halt nicht zugesagt. Und dies ist eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben ihm, weil wir auch noch die Erholung beigebracht, einfach aus dem Grund wegen der Fähigkeit Expedimis, wodurch er halt eine hohe Chance hat, direkt wieder aufzuwachen. Was eigentlich ganz cool ist. Mal sehen, wie lange wir das behalten. So, Meinhold hat sich auch nochmal entwickelt. Da gucken wir uns alles auch nochmal ganz kurz die Werte an. Unter anderem hat es nun auch Pörkelsalz mit dazu bekommen. Eine relativ coole Attacke, die, was? Da. Die, Gegnern jede Runde Schaden zufügt. So, ich glaube, die Werte waren 1/8 der HP, also quasi eine Überreste-Heilung. Sollte es aber ein Stahl- oder Wasser-Pokémon sein, ist es schon 1/4, was abgezogen wird. Also schon mal das Doppelte. Also 2 Überreste Heilungen. Also insgesamt 20%. Und das ist doch schon ganz geil. Würde ich mal so behaupten. Ja. Oder so 15%. 25%. Entschuldigung. Ja. Gut. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen. Ah ne, hier. Ertha wollte ich uns noch angucken. Genau. Taforgita. Das sieht eigentlich ganz lustig aus, finde ich. Hat nichts dazu bekommen, außer den, ja doch, den Würbler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das letztes Mal schon war. Ich glaube nicht. Aber ja, das ist unser Team aktuell. Knabbern hat leider nichts dazu bekommen. Schade eigentlich. Loki hat auch nichts dazu bekommen. Bei ihm hier wollte ich aber nochmal ganz kurz was gucken. Und zwar bin ich nämlich der Meinung, dass weil ich es mit diesem Schnell-Ding gemacht habe, nämlich keinen Angriff lernen wollte. So, Biss. Die Frage ist jetzt, will ich Biss wirklich beibringen? Für Ruckzuckieb zum Beispiel. Na egal. Wir können es erst einmal drin lassen. Ich würde sagen, wir gehen dann in die Arena und machen die Prüfung. So. In der Arena angekommen. Auch zu dem Typen hier. Und der labert mal wieder denselben Stoß wie alle anderen ebenfalls. Braucht man also schon langsam nicht mehr. Was? Die nimmt gerade ein Video auf. Dein Ignigmara aus Riemerin ist, wird es deine Aufgabe sein, in ihrer Show als Gast anzutreten und für Stimmung zu sorgen. Alles weitere fährst du, nachdem du dich nach draußen begibst. Okay. Sollt ihr doch gleich direkt mit uns kämpfen, ist gut für ihren Stream. Oh, ausgerechnet jetzt regnet es. Hey Leute, es ist Zeit für Enigmaras Enigma TV! Glubschi, glubsch, glubschi, glubsch. LOL! Na, alles klärchen? Holla, ciao und hallöle! Und schon bist du gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragst du? Na, Enigmara natürlich. Ich bin hier die Arena-Leiterin. Moment,
Arena-Leiterin? Genau, ich bin Enigmara, die Arena-Leiterin. Gleichzeitig lade ich als traumhafte Influencerin Videos im Netz hoch. Vielleicht fühlst du dich von dieser Situation etwas überrumpelt, doch keine Zeit für Panik. Denn wir sind schon live und das weltweit, also schön lächeln. Danke, dass ich dich heute als Herausforderer in der Fermanca Arena begrüßen darf. Ich freue mich natürlich voll, dass du dabei bist. Aber so als Promi bin ich auch immer ziemlich beschäftigt. Darum gibt's bei mir nur Collabs mit Leuten, die bei mir hoffenweise Views einbringen. Ich meinte natürlich die mit Begeisterung bei der Sache sind. Für dich heißt das, dass ich mir erst dann einen Fight mit dir liefere, wenn unser Stream ein viraler Hit ist. Du kannst es kaum abwarten, was? Dann schauen wir doch mal, was heute auf dem Plan steht. Bitte begrüß mit mir den schlendernden Gentleman. Yay! Huch, Direktor! Oh, Drake, das ist ja eine Überraschung. Nanu, was geht denn hier vor? Ihr zwei kennt euch bereits, das ist ja mal ein Plot-Twist. Er war so charismatisch, als er durch die Stadt schlenderte, da wollte ich ihn gleich zu meinem Stream hier einladen. Oh, welche Ehre. Unser Herausforderer Drake wird sich gleich auf die Suche nach diesem Herrn hier begeben. Wenn unser Schlendermann über das Kamerasystem der Stadt dreimal finden kann, besteht er die Arena-Prüfung. Woohoo! Und diese lustige Versteck-Challenge nenne ich epische Suche. Wo ist der schlendernde Gentleman? Der Titel passt doch so, oder? Den kann man nicht irgendwie falsch verstehen. Was? Zu viel Clickbait? Das geht schon. Lol. Also dann, Schlendermann. Bitte gib dich auf deine Position. Die Pokémon-Liga leistet immer gute Arbeit, daher helfe ich gerne hier aus. Also bitte sei nachsichtig mit mir. Ah, oh, geil. Okay, so langsam müssen die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Schlendermann, bist du bereit? Ja, ich bin soweit. Das ist also hier quasi ein Versteckspiel jetzt, oder was? Ich bin doch nicht hier, um Verstecken zu spielen! Ein dämlicheres Versteck hätte er sich auch nicht aussuchen können, ne? Hinter einem. Unter einem Tischschirm. Geil. Dann sind wir startklar. Irgendwo in dieser Aufnahme versteckt sich unser schlendernder Gentleman. Schwer die Lupscher weit auf wie ein Magnetilo und versuche ihn zu finden. Na dann, los geht's! Auf die Plätze! Fertig! Los! Bisschen zu enthusiastisch. Huch, da wurde ich wohl entdeckt. Drake hat den schlendernden Gentleman gefunden. Wow, das war ja absoluter Wahnsinn. Bevor es gleich zur nächsten Suche weitergeht, muss er gegen einen meiner Fans kämpfen. Zeig dich, Pokémaniac! Ich bin hier, um der Show so richtig ein... Ach, da hinten! Ich dachte schon, der ist irgendwie verpackt oder so und wird nicht angezeigt. Phoenix-Mara! Bam, bam. Luxio. Joa, das sollten wir doch eigentlich hinkriegen, ne, mit dem Drachen. Kein Bedroher. Umso besser für uns, dann ist sein Angriff jetzt reduziert. Ladevorgang. Okay. Und nochmal Breitseite. Gar kein Problem. La 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 la. Tja, das war's wohl mit dir, mein Freund. Und unser Herausforderer hat gewonnen. Nice! Was für ein spektakulärer Kampf. Ein kleiner Kamerawechsel, bitte.
Und hier ist unsere nächste Stage. Alle kennen es, alle lieben es. Unser Pokémon Center. Auch hier versteckt sich unser Schlendermann. Also Augen auf und losgesucht. Hallo Schwester Joy. Herr Schlendermann. Nanu? Da dachte ich doch, ich hätte mich ganz gut versteckt. Ja. Ohne Brille würde man den auch bestimmt nicht sehen. Der schlendernde Gentleman wurde auch zum zweiten Mal gefunden. Was für ein Skill, was für eine Technik. Bevor es gleich mit der nächsten Suche weitergeht, steht ein weiterer Kampf an. Zeig dich, Pokémaniac! Noch einer? Oder ist es derselbe? Enigma, das sieht mir zu, da kann ich gar nicht verlieren. Ich habe mir den Namen von dem ersten gar nicht gemerkt. Ist es vielleicht der zweite? Arena-Trainer Hiro. Hallo, Herr Mashima. Mashima-san. Sapladin? Nice, es gibt den Sapladin wieder. Das ist doch cool. So ein Zapplerang. Lange her. Lange her. Ich glaube zuletzt Omega Rubin, Alpha Saphir? Kommt das hin? Kam danach schon Schild und Schwert? Ja, doch. Oder? Ja, doch. Nee, Alola. Alola kam dann. Stimmt. Sonne und Mond waren ja die letzten Editionen auf dem DS. War es da dabei? Kein Schimmer mehr. Ist ja auch egal. Vielleicht sollte ich mal das Metronom kaufen. Das ist bei dem sowieso eine Breitseite. Expedermis kann ich jetzt nicht so. Geht glaube ich jetzt nicht, ne? Oder dann noch eins? Nö. Du magst der bessere Pokémon-Trainer sein, aber ich bin der größere Enigmara-Fan. So, kannst du auch gerne bleiben. Unser Herausforderer hat gewonnen. Ein weiterer fantastischer Kampf. Er hat nicht nur einen ausgezeichneten Spürsinn, sondern auch ein Händchen für Kämpfe. Swag. Schauen wir mal, was die nächste Kamera für uns bereithält. Ja, mir macht das Spaß. Spaß, die zu sprechen. Willkommen zu unserer letzten Stage. Ein Ort, der vor Kämpfen nur so bebt. Der Kampfplatz. Wird es unseren Herausforderer gelingen, den schlendernden Gentleman hier ausfindig zu machen? Los, zeig uns, was du drauf hast! Easy. Na sowas, ich bin zutiefst beeindruckt. Hoffentlich strengst du dich bei deiner Schatzsuche genauso an wie bei der Suche nach mir. Danke, Drake. Ah ne, dank Drake sind meine Followerzahlen zapplerangtastisch in die Höhe geschossen. Damit ist die Arena-Prüfung bestanden. Glückwunsch! Was für eine hochspannende Challenge. Die ganze Welt hat richtig mitgefiebert. Wenn ich mich jetzt noch mit dir messe, brechen meine Videos bestimmt den Zuschauerrekord. Die Vorbereitungen dafür sind auch schon abgeschlossen. Komm zum Empfang, wenn du für den Kampf bereit bist. Eine Collab mit dir ist immer drin. Hihi. Nice. Und wir haben es ja jetzt nicht so weit. Aber vorher soll ich vielleicht mal heilen? Wäre vielleicht ganz gut. Naja, man muss schon sagen, das Spiel macht schon Spaß. Es hat zwar so seine Probleme mit Performance so ein bisschen, aber wenn die behoben werden, dann könnte das Spiel doch echt ganz geil werden. Finde ich. Also bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. So, schauen wir mal nochmal. Yep.
Natürlich möchte ich dich herausfordern. 30 Sekunden Ladezeit, geil. Hey, 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 alle zusammen, seid ihr bereit? Wow, Enigma, es geht los! Woohoo! Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr. Na, Enigma natürlich. Hallo, ciao und hallöle. Was für eine Begrüßung, ey. Es ist Zeit für Enigmaras Enigma TV. Unser heutiger Herausforderer ist Drake, ein Überflieger, der es jetzt mit einem Voltrail aufnehmen kann. Begrüßen ihn mal alle ganz lieb. Yay! Warum denn gleich eine Aufnahme? Na, Drake, was geht jetzt gerade in dir vor? Na, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Du bist ja deiner Sache ganz schön sicher, hm? So gehört sich das für einen Influencer. Und wie sieht's aus? Habt ihr Lust, bei einem Fight von Enigmara live dabei zu sein? Jo, da kann es wer wohl kaum noch erwarten. Danke für die Unterstützung, El Britzel. 5000 Poké-Dollar gespendet. Yay, kriege ich davon was ab? Jetzt wird Zeit loszulegen. Dann schauen wir doch mal, ob unser Herausforderer mit mir den Saft abdrehen kann. Locker. Voltrail. Vogel. Alles klar. Windkraft hatte das Ding, ne? Enttäuscht meine Zuschauer nicht, okay? Wir brauchen einen elektrisierenden Kampf. Machen wir die Breitseite, denke ich mal. Sollte erst einmal reichen. Ich glaube, sie hat auch definitiv wahrscheinlich Magnetilus, ne? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, Voltrail ist erstmal weg. Das ist gut. Und wir kommen auf Level 25. Luxio. Ah ja. Ach man, ich habe das Wechseln immer noch nicht ausgeschaltet, ne? Und Bedroher. Alles klar. Das heißt, es wird jetzt nicht so viel. Oh, doch, war ein ganz guter Schaden eigentlich. Dafür, dass es minus 1 ist. Bis auf 23, okay. Boing. So ein Early-Game-Drachen zu haben, ist schon cool. Wampitz. Ist das dieses neue Pokémon, dieses dicke? Oh ja. Aha. Ich glaube, ich gehe mit Meinhold. Und drück mal auf Pölkesalz. Ich will mal kurz wissen, wie sich so dieser Move verhält. Oh, Pölkesalz. Scheiße, das Ding hat einfach klarer. Komische Fähigkeit. Ah. Ich bin jetzt gerade auf Morlord gegangen, ne? Beziehungsweise Sui Lord oder wie auch immer. Das hat ja keinen H2O-Absorber. Ich im Kopf. Aber er macht Punktensprung. Okay. Oder sie. Sie. Okay, Pirkesalz geht auch noch, obwohl wir es rauswechseln. Das ist gut. Mache ich jetzt noch die Giftspitzen raus einmal oder Schaufler? Immer Schaufler. Hä?
Warum macht ihr nicht Aquaknarre, so wie eben? Muss ich nicht verstehen. So, Pökelsalz macht sein Ding. Jetzt macht schon wieder Funkensprung. So. Und jetzt? Komm, Agil. Oh je, das sieht nicht gut aus. Hey Leute, ich will eure Likes spüren. Feuert mich an, los! Eieiei. Ja, das ist ein bisschen doof eigentlich, ne? Da ging ja nichts. Ich könnte mein Hold abwerfen, ne? Stimmt ja! Der erlittene Schaden von Geisterattacken wird ja hier reduziert durch seine Fähigkeit. Das ist ja ein angenehmer Switch-in. Komm raus, mein kleines Glühbirnchen! Volle Power, Enigma! Bitte nicht! Ich denke mal, wir machen einfach mal Perkelsalz. Wobei, ich hätte auch jetzt hier in die Terraform gehen können, ne? Dann hätten wir die Elektroattacken abgefangen. Besser abgefangen. Au. Erstmal müssen wir durchkommen. Und Pökelsalz. Oder auch nicht. Alles klar, wir kamen nicht durch. Ja. Dann gehen wir doch wieder auf Whopper. Wird wahrscheinlich wieder Ladestrahl machen, ne? Ja. So, Schaufler. Fußstrahl. Ich hasse Verwirrung. Okay. Die erste Verwirrung kam mir durch. Schon mal gut. Würde. Okay, es kann also doch Geisterattacken. Und nicht mehr verwirrt. Nice. Sehr nice, sehr nice. Stimmt ja. Das hatte ich eben gerade noch im Kopf. Das Ding hat ja Schwebe. Ich kann ja gar keinen Schaufler einsetzen. Was mache ich? Schaufler. Was mache ich denn da? Wobei, warte mal. Du musst ja jetzt ich kann Gene einsetzen, ne? Das schläft sich irgendwann. Dann mache ich Gift-Tip und dann ist gut. Ah, nee, Gift-Tip soll ich vielleicht noch nicht machen. 30% Chance oder so. Zu vergiften. Und kommen wir durch? Ja. So, ich würde dann erstmal sagen, gehen wir auf Raider. Alles gut funktioniert. Jetzt hätte ich gerne schon hier den neuen Move von dem vom Morpex. Erstmal so einen Sub aufsetzen. Das wäre cool. Naja. So, Freizeit. Und jetzt in der nächsten Runde werden wir dann auch Terra kristallisieren und Freizeit drücken. Das sollte dann eigentlich killen aus der Range.
sollte es eigentlich sein. Yes! Sag ich doch, sollte funktionieren. Und das sollte eigentlich das meiste für die meisten Level up bedeuten. Nice! Du leuchtest ja so hell wie ein tausendfacher Donnerblitz! Damit steht es fest. Der Sieger des Kampfes ist der Herausforderer Dragon. Woo! Woohoo! Ich habe verloren und das ist frustrierend. Aber danke für eure Unterstützung, ihr Lieben. Dafür, dass er so jemand. Dass er so jemand Angesagten wie mich besiegt hat, bekommt Drake auch was Feines. Und was fragt ihr? Ein Arena-Orden! Hier, mein ganz persönliches Geschenk an dich! Yay! Meine lieben Zuschauer, jetzt ist Screenshot-Zeit! Brennt euch diesen Moment gut auf der Netzhaut ein und speichert ihn in einem eurer Ordner eures Hirns ab. Gott, was ein Satz. Jetzt hast du drei Arena-Ohren, stimmt's? Cool. Das heißt, du kannst Pokémon bis Level 35 leichter fangen und sie befolgen blitzschnell deine Befehle. Dieses Mega-Foto kann ich später posten. Nice. Hier die TM gebe ich dir zum Dank. Ladestrahl? Voltwechsel! Cool. Na, hat euch dieser heiße Fight auch in Hochspannung versetzt? Dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und lasst auch gleich ein Like für mich da. Und das tut ihr bitte schön hier auch. Denn wir sind die Wucht. Okay, gut, Spaß beiseite. Ihr seid in meinem Elektronetz gefangen. Enigma, die elektrisierende Streamerin, verabschiedet sich. Und dem tun wir uns ebenfalls an. Und damit endet auch dieser Part hier endlich mal. So, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Oh, Verzeihung. Hallo. Das machen wir nächstes Mal. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Liken und Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Liken bitte gerne, ne? Abo überlasse ich euch. Und wenn ihr auf den Discord wollt, ne? Unten in der Videobeschreibung findet ihr ihn. Und, boah. Bis zum nächsten Mal.